ist der 2. April 2020 und ich bin jetzt nicht in den Bergen auf 3000 Meter und auch nicht am Nordpol, sondern hier bei Heidelberg auf 100 Meter Höhe. Temperatur so ungefähr 2 Grad, gefühlt etwas weniger. Das Schnee regnet ein bisschen. Ich dachte mir, die optimale Wetterbedingung, um mal einen Ausrüstungscheck zu machen. Aber ich glaube, ich bin viel zu dick angezogen. Ich habe jetzt hier die Regenjacke an, die neue, gut soweit, und drunter noch eine Jacke, die Softshell, die könnte ich mir wahrscheinlich sparen bei der Temperatur und solange man in Bewegung ist, wird es einem nicht so schnell kalt. Das Problem ist nur der Wind und dafür ist ja die winddichte Regenjacke bestens geeignet. Der Wald wird langsam grün und viele Bäume und Büsche blühen schon. Ist ja auch schon April. So, ab in den Wald. Hier ist es jetzt vom Wind her deutlich ruhiger. Schön. Hier ist auf einer ewig langen Geraden. Und am Ende stoße ich auf den Hockenheimring. Ja, also so mit ohne Wind ist schon viel angenehmer. So ist das Wetter eigentlich richtig gut. Inzwischen bin ich warm gefahren. Ja, so könnte man es ein paar Stunden aushalten, glaube ich. Das Schlimme ist noch immer der Wind. Zum einen ist dann die gefühlte Temperatur oder die wirkliche Temperatur niedriger, deutlich. Ja, und zum anderen, wenn er von vorne kommt, es sei denn, er kommt von hinten, dann ist er natürlich von Vorteil. Ja, wenn ich den Stick etwas einziehe oder ganz einziehe, dann wackelt es natürlich nicht so viel, aber dann bin ich auch mehr von der Ansicht von unten mit dem hellen Himmel im Hintergrund. Alles kann man nicht haben. Ja, das ist eine meiner Lieblingsstellen hier. Eine kleine Brücke über den Bach. Möglicherweise der Leimbach, so genau weiß ich das nicht. Auf jeden Fall der geschwungene Bachlauf. Und je nach Jahreszeit ist hier alles sattgrün oder herbstlich bunt. Ja, ist eine schöne Stelle hier. Immer wieder ein Grund, kurz anzuhalten. Hier auf der Nordseite des Hockenheimrings. Der Computer zeigt 0,8 Grad Temperatur. Ich bin jetzt 10 Kilometer ungefähr gefahren. Höhenmeter gibt es hier keine. Und von hier aus geht es dann wieder in einer Schleife zurück zum Ausgangspunkt. Wo ich jetzt fahre, das gehörte früher mit dazu zum Hockenheimring. Er wurde ja vor 10, 15 Jahren gekürzt von 7 auf 4 Kilometer und die Langstrecke, die ging genau hier lang. Einmal im Monat war der
war die Rennstrecke freigegeben für Privatleute. Dann fuhren hier Hunderte von Inlinern die Strecke ab. Da konnte man sich so richtig austoben. Das ist aber jetzt schon wieder bald 20 Jahre her. Ja, hier auf dieser Straße bin ich früher mit 300 km/h langgesaust. Ja, und ich gebe jetzt auch mal ein bisschen Gas, damit ich wieder heimkomme. So, hier ist der Gabentisch reichlich gedeckt. Da kann man sich einfach bedienen. So langsam kommen da schon Blüten, dann sollte man die Finger weglassen. Aber diesmal greife ich nochmal zu. Ob sich die Hochlandrinder hier wohlfühlen jetzt bei dem Wetter? Kann ich mir gut vorstellen. Zumindest sehen sie ganz zufrieden aus. Ja, und hinter mir das pure Leben. Egal wie teuer der Sprit ist, die Leute haben nichts Besseres zu tun, als über die Autobahnen zu rasen. Mir aus könnte der Liter Benzin 5 Euro kosten. Oder noch mehr. Wenn ich mal angucke, was ein Fahrrad kostet, dafür kriegt man schon ein gebrauchtes Auto. Da stimmt doch was nicht. Und so, sind wir wieder auf freier Flur, dem Wind ausgesetzt. Jetzt geht's heim an den warmen Ofen.